Ausdruck gehört Allah dem Herrn der Welten. Dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Buch Koran sagt und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschreibt: Und du verfügst dich über große, große Charakterzüge. Und ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah, dem einen ohne Teilhabe gibt. Und Muhammad, sein Anbetendiener und sein Gesandter, ist Allah. Allahs Segen und Frieden seien auf ihm, auf seinen Gefährten, seinen Angehörigen und all denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Unser Thema von heute geht um ein sehr wichtiges Thema, und zwar der respektvolle Umgang mit den Eltern. Der respektvolle Umgang mit den älteren Menschen ist eine menschliche Natur und wichtiger Wert, hat einen wichtigen Wert im Islam, moralischen Wert auch im Islam. Die islamische Religion, unsere islamische Religion, befasst sich mit allen Details, allen Aspekten des Lebens von Menschen. Islam bemüht sich also die Aspekte des Lebens, zum Beispiel an wen wir glauben, welchen Gott haben wir, welche Eigenschaften hat er, subhanahu wa ta'ala. Islam bemüht sich auch um Behandeln, die Menschen untereinander, um die Anbetung Gott gegenüber. Also, wie behandelt der Mensch mit den anderen Menschen, mit seiner Familie, mit seiner Gesellschaft, allen anderen Menschen, allen anderen Geschöpfen, also zum Beispiel Vögeln, Tieren, der Gesellschaft. Deswegen befasst sich Islam mit allen Aspekten des Lebens. Und das ist eine gute Reaktion. Geehrte Muslime, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lehrt uns, wie wir mit den älteren Menschen behandeln, mit den jüngeren Menschen auch behandeln. Er sagte: Wer die Rechte der älteren Menschen nicht kennt und ihnen keinen Respekt erweist und den Jüngern oder unseren Jüngern nicht barmherzig ist, gehört nicht zu uns. Gehört nicht zu uns. Deswegen sollen wir die Eltern, Menschen respektieren und auch mit den Jüngern gütig und barmherzig behandeln. So ist das Ziel unserer Religion Islam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lehrte uns auch in einer anderen Überlieferung, wenn er sagte: Wenn ein Jünger einem Eltern den Respekt erweist, denn es Respekt erweist, wird Allah ihm Bedienstete geben, die ihm
im Alter dienen. Ja, so ist Islam. Wir als Menschen mit oder im höheren Alter sind schwächer und hilfsbedürftiger. Wir auch als Menschen sind auf die Unterstützung unserer Mitmenschen aufgewiesen. Deswegen sollen wir uns untereinander helfen, besonders die älteren Menschen. Ja, so ist unsere Religion, Islam, mit allen älteren Menschen und besonders die Eltern. Die Eltern spielen eine große Rolle im Islam. Allah, der Erhabene, sagte im Koran, und dein Herr hat bestimmt, und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur alleine ihn anbeten sollt und mit den Eltern gütig behandelt. Wenn einer von ihnen oder beide bei dir ins höhere Alter kommen, so sagt ihnen nicht offen für und schelte sie nicht und spricht mit ihnen auf ehrerbietige Weise und bedecke sie demütig. Und bedecke sie demütig mit den Flügeln der Barmherzigkeit. Mit den Flügeln der Barmherzigkeit. Und sprich, O mein Herr, erbarme dich beide, wie sie mich aufzogen, als ich klein war. Auf diesem Vers können wir ableiten, dass die Eltern eine große höhere Stellung im Islam haben. Deswegen sollen wir sie respektieren. Islam lehrt uns, wie wir mit ihnen behandeln können. Der Prophet Yahya, über ihn spricht Allah in der Sura Maryam und betet voll seinen Eltern gegenüber. Und er war nicht widerspenstiger oder Gewaltherrscher. Und auch sagte Jesus in derselben Sura Maryam, Isa alayhi salam sagte auch und betet voll, meiner Mutter gegenüber, und er macht mich nicht unglückseligen Gewaltherrscher. Verehrte Muslime, Kinder, die ihre Eltern nicht gehorchen oder kaum gehorchen, sollen sie auch nicht mehr von ihren zukünftigen Kindern erwarten. Sie werden auch dieselbe finden. Wie kann jemand
Wie kann jemand, der denn gehorsam seinen Eltern gegenüber als verpflichtet ansieht, dass er etwas Größeres oder ein Gehorsam von ihren Kindern erwartet oder verlangt? Der Respekt mit den älteren Menschen insgesamt und besonders den Eltern gilt als nicht als kulturelles Phänomen, vielmehr gilt als ein religiöses Gebot von Allah, religiöses Gebot. An die wir festhalten müssen, damit wir gewinnen können. Verehrte Muslime, die Eltern haben eine große, wichtige Rolle in unserem Leben, deswegen sollen wir sie mehr respektieren und auch gehorchen. Alles Lob gehört Allah. Frieden und Segen seien auf seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Verehrte Muslime, Zuneigung und Respekt bedeuten Gefühle wie Hass, Neid, Eifersucht keinen Platz, bei uns keinen Platz einzuräumen. Sie sind die Basis einer starken, ausgewogenen, beständigen Beziehung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Soll ich euch von der größten Sünden, die Gefährten sagen, oh, Gesandter Allahs, ja. Er sagte, die Beigesellung zu Allah und sich Vater und Mutter zu versetzen oder widersetzen und falsches Zeugnis abzulegen. Aus diesem Satz können wir auch leiten, dass die Stellung oder dass der Respekt von Eltern an der zweiten Stelle steht, hinter den Gehorsam von Allah. Der Gehorsam von den Eltern steht immer an der zweiten Stelle, direkt hinter den Gehorsam von Allah subhanahu wa ta'ala. Preis sei er. Vielmehr ist das Wohlgefallen der Eltern bedeutet das Wohlgefallen von Allah. Besonders wenn die Eltern dich immer aufrufen, die gute Taten zu machen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das Wohlgefallen des Herrn ist im Wohlgefallen der Eltern. Und der Zorn des Herrn ist im Zorn der Eltern. Deswegen sollen wir uns darum kümmern, das Wohlgefallen unserer Eltern
zu gewinnen, damit wir auch das Wohlgefallen von Allah bekommen. Ich beende meine Predigt mit dem Bittgebet. O Allah, O Allah, O Allah, heb unser Kummer und beseitige unser Schmerzen, reinige unser Herzen, O Allah. O Allah, leite uns den geraden, rechten Weg und ließ uns ins Paradies gehen. Amen.